Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Urlaub auf dem Bauernhof. Hier von der Walchen 2K19. Ich wollte jetzt eigentlich die Pferde füttern und tränken, aber irgendwie, naja, will das nicht. Weil ich keine Ahnung habe, wo ich den Wasser herkriege. Und der Händler braucht noch ein bisschen, um das Ding hier, den Wassertank, zu machen. Warum geht denn das schon wieder nicht? Das kann doch nicht sein. Was ist denn hier los? Schon auf den Geist, ey. Hallo? Ja, hallo, Gutberg hier. Jo. Weil Ihr Anhänger ist schon wieder kaputt. Ich kann den nicht anhängen. Hast du den wieder kaputt gemacht? Ich weiß nicht. Mann. Holen Sie den mal ab. Ich hab keinen Bock mehr auf das Ding. Ja, ich komm mal holen. Jo. Machen Sie das. Jo, tschö. Tschö. Stellt er mir hier einen kaputten Anhänger hin? Ich mal zum Händler und hoffe, dass der noch einen Anhänger da hat. Nützt ja nichts, wenn ich den Anhänger nie anhängen kann, dann bringt er mir auch nichts. Vielleicht hat er irgendwas Günstiges da an Anhänger. Irgendwas Kleines, wo ich ein bisschen Holz laden kann. Ich bin hier auch einfach zu doof, das den anzuhängen, aber ich glaube nicht. Ich hätte ja mal den Hammer nutzen können, um da ein bisschen doof rumkloppen. Oh Gott, hat der eine riesen Schaufel hier liegen. So. Ach, der ist wieder nicht da. Mensch. Egal, ich guck mal, ob der noch ein Prospekt rumliegen hat. Ach, wie immer. So muss es bei einem Händler sein. So ein Anhänger. $5.000 soll ja dieses komische Dingens kosten. 8.500. 5.000, da ist doch einer. Der wäre günstig. Den brauchen wir ja nicht so hoch. Ja, so nicht. So, dann würde der schon ausreichend sein. 7.000, das müsste sich eigentlich ausgehen. Ist mal die Frage, wo der sich jetzt gerade rumtreibt. Ah, da kommt er. Ja, jetzt weiß ich, weshalb das egal war, dass ich das Schild hier angefangen. Hallo, die Herren. Hallo? Hallo! Hallo! Ach, jetzt
Sag ich, sie hauen schon wieder ab. Hallo. Ich bräuchte was. Sag eine nicht Schaufel. Nee. Ich habe in Ihrem Katalog gesehen, Sie haben einen Lochmann-Anhänger. Lochmann-Anhänger? Ja. Hier, gucken Sie mal. Unter Anhänger, ganz hinten. Ja. Den hätte ich gerne. Welche Ausführung denn? 9000 Liter. Ohne Abdeckung. Okay. Wie lange braucht denn der, bis der da ist? Morgen ist er da. Oha. Okay. Wie schaut's aus mit dem Wasserfass? Das sollte jeden Moment ankommen. Okay, und wie schaut's aus mit Hafer oder so? Kann ich da irgendwas bei Ihnen ankaufen? Aber da brauche ich auch einen Anhänger für. Tü-tüm. Ja, das geht auch, ja. Was kostet denn das? Pro 1000 Liter kostet das 1400. Ich sehe, hinten haben sie aber auch noch andere. Haben sie noch ein 1400 Euro Pack für 2000 mit 2000 Liter? Achso. Lassen Sie mich mal kurz überlegen. 1400, dann sind wir bei 12.000 minus 7.000. Ja, das könnte sich ausgehen. Können Sie das mit dem Anhänger mit dazu bestellen? Ja, kann ich. Okay, supi. Dann danke ich Ihnen recht herzlich. Ich mache mich dann auch mal wieder auf den Weg zum Hof. Jo. Tschüss. Tschüss. Ach, lol. Könnte ich auch aufmachen. Dann wäre es ein bisschen angenehmer. Hätte ich ein bisschen Fahrtwind hier. So. Gut, was sagt mein Konto hier? Viel Minus. Okay. Naja. Was soll man machen? Okay. Sagt irgendwie auch nichts anderes wie das, was warten. Ja, wenn ich jetzt einen Anhänger noch kaufe. Wenn ich jetzt noch einen Anhänger kaufe, dann habe ich erstmal alles, was ich brauche. Ist, der hier ein bisschen Urlaub bei mir machen möchte. Kann ich dem ein bisschen Geld abknüpfen. Da kommt einer. Hä? Warum klaut er? Ach, mir. Hallo? Ja,
hallo? Ja. Ich habe sie gerade gesehen, wie sie das Wasserfass weggebracht haben. Ja. Ja, wie soll ich jetzt meine Tiere Wasser geben? Haben doch gesagt, das soll weg. Nein! Der Anhänger! Ja! Oh, nee, ja! Bad! Gut, tschüss. So alt, der checkt gar nichts mehr. Gibt's ja nicht. Der Wasserfass ist immer noch nicht da. Naja. Ich glaube, ich muss hier auch mal ein bisschen auf dem Hof aufräumen. Zu unordentlich hier. So. Mal gucken, den Holzpolder, dass wir den vielleicht, den Holzdinger hier verkaufen. Den Wohnwagen, den brauche ich auch nicht mehr. Den Rasenmäher könnten wir anders hinstellen. Dann könnten wir hier ein bisschen Platz machen. Mal gucken, dann könnte ich hier nämlich immer einen Pferdeanhänger irgendwie reinstellen. Vorne dahin, wo das Fass sein soll. Dann ist er mal aus dem Weg. Kann ich da hinten den Wohnwagen dann die Zeit, die Tage mal verkaufen. Ups, halt vorwärts. Nee, warte. Wir drehen den schon richtig rum. Gucken, was der Dodge Ram hier kann hier. So. So, dann kann ich das Auto mal hinstellen. Nämlich glaube ich da rein, oder? Na, wahrscheinlich nicht. Jetzt stehe ich ja doch hier drin. Aber ich glaube mal, die Garage, die ist eigentlich nicht groß genug. Bisschen mehr Platz haben wir jetzt. So, wo ist denn der Typi jetzt hin mit dem Fass? Tschüss. Oh, wir hatten der. Oh nee. Ja, nur zack, zack hier dran gestellt und fertig. Den jetzt auch nicht anhängen. Warum geht denn das nicht? Hallo? Jo. Gutberg hier. Haben Sie wieder ein Schloss dran gemacht? Na hier, an das komische Dings hier. An das Wasserfass. Nee, da müssen sie drin sitzen bleiben. Ja, wie soll ich denn das machen? Wie soll ich denn drin sitzen und das anhängen? Ja, weiß ich schon nicht. Ja, merken Sie was?
Ja, das ist ihr Traktor. Kann das nur so. Warten Sie mal. Nee, da geht nur das Fenster auf. Kann doch nicht sein. Ist er bescheiden. Ja. Jo, aber bei mir gibt's jetzt gleich Mittag. Jo, okay. Dann bräuchte ich sie die Tage nochmal zu Hilfe, oder ich mach das dann mit dem anderen. Oh, da komm ich schon mal vorbei. Oh, da ist er hier. Gut. Gut, bis dann. Tschüss. So ein Scheiß aber auch hier. So, raus hier. Och nö. Ja klar. Ey, diese. Da drehe ich doch fast am Rad hier. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Ich komme hier nicht mehr raus, ich glaube ich. Hack. Vielleicht will ich da näher dran fahren. Ich mache jetzt erstmal Mittag. Und ja, bis dahin, macht's gut. Tschüss.